Messbare Skalen werden immer kleiner. Wie klein können sie werden? Datenverarbeitung wird immer schneller. Wie schnell kann sie werden? Wo ist die Grenze? Am Exzellenzcluster Munich Center for Advanced Photonics, kurz MAP, sind Grenzen noch nicht in Sicht. Professor Ferenc Kraus ist der zweite Sprecher des Münchner Clusters und will Licht in das Dunkel der ultraschnellen Vorgänge in der Natur bringen. Für den kürzesten Lichtblick der Welt bekommt das Team um Professor Kraus eine Urkunde der Guinness-Weltrekorde. Welche Bedeutung hat solch ein Rekord für einen Wissenschaftler? Es erfüllt uns schon mit Stolz, dass wir derzeit die kürzesten Lichtpulse der Welt in diesem Labor erzeugen. Aber was für uns natürlich sehr viel wichtiger ist, was wir mit diesen Lichtpulsen an neuen Experimenten durchführen können. In diesen Vakuumkammern aus Stahl geht es um Attosekunden. Das ist der milliardste Teil einer Milliardstelsekunde oder eine Zahl mit 17 Nullen hinter dem Komma. Für diese ultraschnellen Momentaufnahmen braucht man ultrakurze Lichtblitze, wie in der Fotografie. Je schneller die Bewegung und kürzer die Verschlusszeit, desto genauer sind die Bilder. In aufwendigen Experimenten wollen die Laserphysiker aus Garching die Geheimnisse der Quantenwelt aufdecken. Zwei Lichtimpulse im Attosekundenbereich werden auf eine Probe geschossen. Der erste setzt die Elektronen in Bewegung, der zweite beobachtet die unterschiedlichen Reaktionen. Mit unseren Attosekundenwerkzeugen und Attosekundenmesstechniken verfolgen wir das Ziel, direkte Echtzeiteinblicke in die Bewegung von Elektronen zu gewinnen, die Elektronik bis an ihre ultimativen Grenzen zu entwickeln bzw. dem mikroskopischen Ursprung von Krankheiten auf die Spur zu kommen. Weltweit gibt es einen Boom in der Laser-Plasma-Physik. Der 35-jährige Professor Florian Grüner arbeitet an der Entwicklung brillanter Röntgenquellen. In der Physik nennt man eine Lichtquelle brillant, wenn sie in sehr kurzer Zeit viele Lichtteilchen aussendet, mit kleiner Quellgröße und der Winkel nach vorne auch sehr, sehr klein ist. Also wie beim Laserpointer, den jeder kennt. Professor Grüner leitet ein 12-köpfiges Team und entwickelt einen sogenannten Freie-Elektronen-Laser. Ein risikoreiches Forschungsprojekt, in dem vieles noch unerforscht ist. Wenn es dann eben funktioniert, wäre natürlich der Impact, also die Auswirkungen, wären sehr, sehr hoch. Und normalerweise ist es schon sehr schwierig, sozusagen als junger Wissenschaftler so ein Projekt überhaupt leiten zu können. Und das ist einfach im Exzellenzcluster hier in MAP einzigartig. In der Garchinger Experimentierhalle forscht die Strahlenbiologin Dr. Anna Friedl nach Anwendungen dieser neuartigen Strahlen und deren Wirkung auf die DNA von Zellen. Sie sucht nach Möglichkeiten, Tumorzellen auf molekularer Ebene so zu schädigen, dass sie absterben. Hier im Cluster habe ich natürlich die Chance, mit ganz besonders tollen Forschungsgeräten zu arbeiten, wie diesen beschleunigten Ionen durch die Hochenergielaser oder auch mit diesem Gerät hier, die es einfach fast nirgends mehr gibt auf der Welt. Das gibt mir eine Chance, Experimente zu machen, die sonst eigentlich fast niemand machen kann. Am Klinikum Großhadern werden in Zusammenarbeit mit MAP neue Diagnosemöglichkeiten erforscht, besonders für Krebserkrankungen. Sie zählen noch immer zu den gefährlichsten Krankheiten. Professor Maximilian Reiser ist Leiter der klinischen Radiologie der LMU in Großhadern. Er will Röntgenphasen-Kontrastaufnahmen in der Diagnose etablieren. Diese neuen Lichtquellen und Strahlen liefern wesentlich schärfere Bilder, mit denen Mediziner auch kleinste Veränderungen sehr viel früher entdecken können. Das ist wichtig für die Krebsdiagnose, aber auch für die Entwicklung von Medikamenten gegen degenerative Erkrankungen. Ein exzellenter Industriepartner wie der Medizintechnikhersteller Siemens Healthcare stellt die dafür notwendige modernste Technik zur Verfügung. Verbesserte Diagnosemöglichkeiten bieten Chancen auf neue Therapien. Dafür ist das Klinikum rechts der Isar ein weiterer Partner von MAP. Professor Michael Molz leitet dort die radio-onkologische Klinik. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist modernste Hochpräzisionsstrahlentherapie. Die Photonik spielt schon heute eine große Rolle als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Wichtig ist es jetzt, die Besten zu gewinnen und die richtigen Partner zusammenzubringen. Professor Dietrich Haps ist Sprecher des Exzellenzcluster MAP. Professor Toshi Tajima ist Erfinder der Laserbeschleunigung und heute einer der weltweit bekanntesten Plasmaphysiker. Er arbeitet exakt an der Schnittstelle von Physik und Medizin. Der Münchner Exzellenzcluster konnte ihn als Gastprofessor für mindestens ein Jahr nach Garching holen.
In der Summe sind es halt diese vielen Gastwissenschaftler, mit denen wir hier sehr schön zusammenarbeiten, wo wir Videokonferenzschaltungen fast täglich nach Los Alamos zu anderen Orten hin haben und in dem Sinn wirklich ein großes Netzwerk aufbauen und hier sehr erfolgreich mit den verschiedensten Leuten zusammenarbeiten. Und es ist gerade diese Synergie der verschiedenen Leute und der vielen Felder, die uns hier sehr schnell voranbringt. Beste Forschungsmöglichkeiten ziehen hervorragende Leute an, die zu exzellenten Ergebnissen kommen. Und durch diese Kompetenz entstehen neue Anwendungsmöglichkeiten.